Wir wissen, dass es Klischee ist, aber Patrick, was essen wir heute das erste Mal? Kugelfisch. Wir sind ziemlich gespannt. Okay, das war jetzt gerade hier super geil. Ich bin jetzt gerade zur JR Ticket Station hier am Sapporo Hauptbahnhof gegangen und ich wollte jetzt nur Hinfahrtickets zum Asahikawa Zoo und wir haben alles bekommen. Hinfahrtickets, die Zoo-Tickets, die Bus-Tickets, total geil. Aber ist cool, man fährt einmal ein kleines Stückchen nördlicher und kriegt gleich den ersten Schnee ab. Warum schneit es? Echt? Ich glaube ja. Schon. Ziemlich sicher sogar. Was sollen wir jetzt tun? Das mal anfassen, oder? Kannst du gerne machen. Wir haben jetzt alle übrigens ziemlich coole Asahiyama Zoo Pins. Hippo. Panda. Lion. Der Zoo wirkt im Vergleich zu uns bekannten westlichen Zoos auf den ersten Blick unstrukturiert. Und ja, er ist ein bisschen hässlich. Aber die Tierhäuser haben einen Aufbau, dass sie Besucher so durch den Zoo schleusen, dass man nichts verpasst. Und einen coolen Fotospot gibt's auch. Schon wieder? Yes. 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 Scheiße, von dem Mädchen. Und es ist Nummer 1. Es ist 1. Hier wird jetzt alles zur Baustelle, aber diese schönen Bären-Baustellenabsperrungen, das ist Branding. Gut gefallen hat uns zudem, dass viele der Gehege aus den verschiedensten Winkeln eingesehen werden konnten. Nun aber raus aus dem Zoo und ein nettes Izakaya in Asahikawa finden. So, auf einen schönen Tag im Zoo. Auf Tippo. Und jetzt hoffentlich auf gutes Essen. Kampai. Oh, da kann er gleich noch zwei Flaschen rüberwachsen lassen. Wir wissen, dass es Klischee ist, aber Patrick, was essen wir heute das erste Mal? Kugelfisch. Wir sind ziemlich gespannt.
Zum Fugu. Ja, lecker, ziemlich fester Fisch. Aber Sashimi kann man gut essen. Mit einem Schuss Limette, frisch. Gibt immer einen richtigen Kick. Ich arbeite noch dran. Ich finde es sehr lecker, auch die kleinen Stückchen. Und ich finde ihn blumig. Ich hab keinen. Ja. Das erste Mal überhaupt Sushi. Ganz okay. Und dann gleich Fugu. Und dann gleich Fugu. Gleich drauf anlegen. Ich finde ihn sehr dezent vom Geschmack her. Ich meine, liegt auch daran natürlich, dass er frisch ist. Aber wie gerade schon gesagt wurde, mit ein bisschen Limette oder eben mit der Ponzu-Soße, die dabei ist, recht schmackhafter Fisch. Natürlich haben wir noch mehr bestellt, von einer Fischplatte über Yakitori-Spieße bis zum Otoro-Sashimi. Das ist der fette Teil vom Thunfisch, unser krönender Abschluss. Kein günstiger Abend, aber ein schmackhafter.